Ja, willkommen zurück. Wir werden nochmal weiterspielen. Wir schauen wieder rein. Zeigt jetzt nur den einen Server an. Ja, ich habe zwischenzeitlich schon mal ein bisschen weitergemacht. Ich habe das Haus inzwischen schon zweimal rundum erneuern müssen. Also die Bauteile verfallen wirklich. Sieht man hier auch nochmal, hier ist noch ein bisschen Strom. Hat jetzt noch 75 von 300 Punkten. Das heißt, das werden wir jetzt gleich nochmal gegen Holz austauschen. Ansonsten habe ich gestern schon mal den Großteil hier ausgewechselt an Material. Es fängt an zu verfällen, sobald dieses Feuer, dieses Campfire hier erlischt. Und trotz Brennstoffen hier drin geht es halt dann auch wieder aus. Warum? Habe ich auch noch nicht raus. Eventuell hängt das mit diesen Tribesmen zusammen, die man anwerben kann. Der auch schon mal einmal da war, oder dann war er wieder weg. falls jemand dazu eine Idee hat, Vorschläge, etwas mehr weiß, kann er das in den Kommentaren ja gerne mal hinterlassen. Wie sich das mit dem Feuer und den Tribesmen verhält, dass die Bauteile auch nicht mehr verfallen. Wie man denen dann Arbeit zu ordnen kann, das habe ich auch schon rausgefunden. So. Wir wollten jetzt ein paar Bauteile austauschen. Gucken wir mal. Ich habe schon mal ein paar Hardflux, also ein paar Planken. Ein paar Planken schon mal vorgearbeitet. Fußböden. Tja, das dauert mal einen Moment. Solange man noch keine Gefolgsleute hat, die man da reinstehen kann, steht man halt selber die ganze Zeit an der Bank. Da sollte man auch ein bisschen Zeit einplanen. Sich einen Kaffee machen, einen rauchen, keine Ahnung. Die Bauteile einfach drüber liegen. Man muss sie nicht austauschen. Macht er dann automatisch.
habe den Platz vor der Treppe mal erweitert und hier schon zwei Beete angelegt. Aber auch noch keine Samen hinzugefügt. Ja, eigentlich war der Plan hier, dieses Campfire irgendwann mal hier mit rüber zu holen. Was bis jetzt aufgrund von anderen Lagerfeiern immer nicht machbar war. Das Aufstellen von den Baustellen erinnert so ein bisschen an Medieval Dynasty. Da suchst du auch mal den Punkt, wo man es dann hinstellen könnte. Also das müssen sie definitiv noch ein bisschen verbessern dann auch. Da hapert es noch. So, lassen wir es da stehen. Erstmal. Wollte ich jetzt noch mal versuchen, rund zu bauen. Gleiche Höhe, ja. Du kannst es nicht anheben. Ich mach das trotzdem mal. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Und wie es aussieht, ist das Lagerfeuer auch keine große Hilfe, um das rund zu machen. auf jeder Seite hat man, ändert sich der rote Bereich ab einem anderen Punkt dann.
das mit dem Rundbauen ist erstmal nicht so einfach. Du brauchst wirklich eine komplett gerade Ebene. Eine ebene Fläche sozusagen. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Böden auch überlappend einrasten lassen können. Sowas geht. Also man kann die Böden dann letztendlich in das Nachbarobjekt reinziehen. Das heißt, man könnte zumindest schön langsam ansteigende Treppen auch mitmachen. Ich denke mal, damit lässt sich auch was anfangen. Damit kann man arbeiten, da kann man irgendwas mitmachen.
Aquarium brauchen wir einen Wrench. Was ist denn Wrench gewesen?
weil das geht so mit dem Licht. Es ist leider schon wieder Nacht die ganze Zeit. Und sehr dunkel. Ich werde hier nochmal zur Ruine gucken. Und mal schauen, hier gibt es ja ein paar Ratten. Gucken, ob ich den Speer auch hinbekomme. So, gab es wieder ein paar Kristalle dafür, die wir jetzt hier in der Maske einsetzen können. Um die Fähigkeiten zu erweitern. Jetzt gleich einmal losrennen zum See und ein bisschen Lehm holen. Sense ernten. Mal gucken. Ja. Sehr schön. Thank you.
Also es soll ja hier auch Eisen geben im Spiel. Und verschiedene Früchte noch. Kartoffeln und... bis auf diese Blumen, die ich da eben gepflückt habe. Und hier so eine... dieser Stacheldraht, der hier wächst. Habe ich auch noch nichts Neues an Pflanzen entdecken können. Kann ich nicht ernten. Doch. Also ich überlege immer noch, was ich in das Beet bringe. Ich weiß gar nicht, ob ich schon irgendwelche Saatgut habe. Was ist das hier? Also gibt es doch auch noch mehr Pflanzen zu entdecken. Pilze hatte ich auch schon ein paar Mal gepflückt. Wieder diese Blümchen. Wahrscheinlich für irgendein Gift und einen Trank im Baum. Ne? Schön schnell Stöcker kommen hier zusammen. Wie das aussieht. Fett. Gleich am Teich und nehmen wir ein Lehm mit noch. Und das hier. Thank you.
Also es sieht doch sehr schön aus, ja, wie es regnet. Auch die Regentropfen am Bildschirm runter laufen und auftreffen. Die Pflanzen alle glänzenden Vanessa. Die Regentropfen auf dem Wasser. Schön gemacht. Wachsen ja aber auch nicht. Zufällig, ne? Könnt ihr mal noch zu den Ruinen gucken, ne? Endlos Pilze, ja. Ich habe vorher schon überladen, bevor ich am Ziel ankomme. Ja, ein bisschen Holz rausschmeißen. Und das kann ich auch am Strand holen.
hier nicht doch nochmal Aloe Vera steht oder irgendwas anderes wächst. Aber bis jetzt ist nichts zu sehen, ja. Da hat aber auch einer. Da haben sie auch größer gebaut, ja. Schön. War gerade holprig, grafisch. Schön, wie ein Dorf angelegt, lauter kleine Hütten. Schick. Ja, das sind da alles Figuren, NPCs. Vom Feuer. Also keine Spieler hier, oder? Wie schaffen die das, dass die alle dann ankommen zum Feuer und dass man die anstecken kann zum Arbeiten? Oh. Nice. Dann ist das Armbrot ja gesichert. Schön. Die vermehren kann auf dem Acker dann? Die Aloe? Ich mal ausprobieren. Wilde Früchte ja auch, aber da kann man auch keine Samen draus gewinnen. Ich brauche bestimmt auch eine andere Bank noch. Ich habe jetzt auch wieder einiges eingesammelt unterwegs, aber kein Saatgut gefunden. Steht was in den Beeten. Baumwolle. Kann ich die ernten?
Kartoffeln. Aber schön nochmal zu sehen, wie die. Muss ich mir nochmal angucken, wie die Pflanzen jetzt aussehen. Von den Blättern und so. Okay. Vielleicht wächst sowas ja auch hier in der Nähe. Kurz mal gucken. Was hat er denn da? Bäume gepflanzt? Papaya. Papaya-Bäume? Drei Tiere hat er. Oh. Ich will auch einen Alpaka. Okay, da gibt es also einiges an Pflanzen noch. Und ich bin bestimmt die ganze Zeit dran vorbei gerannt immer wieder. Was ist denn das hier? Andere Bäume? Mal gucken. Nüsse. Richtung Hause, Richtung Heimat. Ah, die Taschen sind schon rammelvoll. Hier ist ja was los. Überall ist gebaut. Okay. Thank you.
Ich sehe ja keine Papaya-Bäume. In freier Wildbahn. Das sieht auch viel anders aus hier. Bestimmt auch irgendwas mit Nüssen. Kürbisse gibt es ja auch. Ich glaube, ich laufe hier echt blind noch durch. Es gibt auf jeden Fall einiges noch zu entdecken. Ist das hier auch irgendwas? Keine besondere Pflanze. Es ist auch richtig schön chillig, das Spiel, ja, also durch die Musik auch. Es ist sehr entspannt. Schön zum Runterkommen. Auch nach der Arbeit dann. Also Atmosphäre ist top, auf jeden Fall. Besonderes bei ihm. Da war jetzt auch kein besonderer Baum bei ihm. Nee. Den habe ich komplett überladen. Der Stein kann weg. Kann auch weg. Hat auch jemand klasse gebaut und jetzt fing es an zu verfallen. Er wird sich auch wundern, wenn er ins Spiel kommt, muss er den Gas geben. Nämlich eine Werkbank nur gebaut. Das ist
schon in Holz. Also so ein Kürbis oder irgendwie ein paar Kartoffeln wären jetzt toll noch als Highlight. Hier zwischen. Oder Papaya. Ja, sie ist im Wald verbäumlich. Also das sieht alles nicht wirklich gleich aus, aber naja, irgendwann werden wir drüber stolpern. Also es wird jetzt wieder dunkel, ich werde jetzt auch gleich die Aufnahme beenden, denke ich mal. Das wollten wir zum Ende nochmal haben, wenigstens ein Highlight hier. Das lässt sich bestimmt auch anbauen dann. Nochmal Alu. Ich auf jeden Fall alles mitnehmen noch. Es wird ein langsamer Rückmarsch dann, so voll beladen. Sich lohnen. Hier wächst auch noch was. Sehr schön. So. Also, dann macht's gut. Viel Spaß im Ausprobieren des Spiels und bis bald.